der Schmiedearbeit ist getan. Jetzt stehen vor allem Schleifen und Holzhacken an. Dafür reichen ein paar billige Tagelöhner. Was brauchst du? Hier im Händlerviertel laufen zwei Knechte rum. Und hier ist ein Beutel voll Gold. Finde die Knechte, bezahl sie und sag ihnen, sie sollen für mich arbeiten. Und dann gönnst du Walter eine Pause. Er soll noch den Klingenstab für Marcello fertig machen. Dann kann er sich ausruhen. Okay, jetzt aber erstmal. Was du hast. Ich kann ja mittlerweile auch was anderes tragen, ja? Ich habe ja Stärke 15. Wie eine Machete. Oh, es braucht 20. Oh, das braucht 40. Aber hier. Dann kann ich aber erstmal gucken, muss ich alles verkaufen, was ich so habe. Was bringt der überhaupt? Oh, der bringt ja was. Na, was haben wir hier? Tja. Und drum. Na, dann behalten wir mal von allem eins. Wein. Wasser. Wasser behalten wir auch mal. Die ganzen anderen Sachen. Tja. Pokal. Knochen. Möglicherweise können wir das natürlich alles noch für irgendwas brauchen. Die Milch macht's. Hm. Zähne. Und wir wollten die Machete. So. Ja. Ja, dann legen wir mal unsere Machete an. Klatsch. Schon mal besser. Und jetzt gucken wir mal nach diesen. Kann ich die eigentlich auf meinem Buch sehen? Da schick die Knechte. Nee. Wer ist denn hier Knecht? Bist du ein Knecht, Toni? Hallo. Psst, mach nicht so ein Aufsehen. Sonst werden wir beide noch verhaftet. Was ist denn los? Psst, nicht so laut, Mann. Die weiße Wache da hinten wird schon aufmerksam. Wenn Hernandez mitkriegt, dass ich das Haus des alten Don beobachte, kriegt er mit Sicherheit das große Flattern. Du bist im Auftrag des Don unterwegs? Du kannst Fragen stellen, Mann. Ja, ich habe einen Auftrag von Esteban und er wird äußerst ungehalten, wenn ich nicht tue, was er sagt. Wie du siehst, könnte ich Hilfe gebrauchen. Was genau ist dein Auftrag? Im Haus befindet sich ein altes Familienerbstück des Don. Es ist ein goldenes Amulett. Wenn es die Weißen in die Finger bekommen, bin ich geliefert. Jeden Krümel Gold bringen die Weißen in die Vulkanfestung. Esteban wird mich umbringen, wenn das Amulett dahin gebracht wird. Okay. Wo genau soll das Amulett sein? Esteban sagte was von einem geheimen Raum, den man angeblich über einen versteckten Schalter hinter einem Bild öffnen kann. Aber ich frag mich, wie man diesen Raum in dem riesigen Haus finden will, während die Weißen da herumschwirren. Okay. Erzähl mir mal ein bisschen über das alte Haus des Don. Es ist der riesige Bau da drüben. Die Weißen sind den ganzen Tag im Haus. Ich habe sie es selten verlassen sehen. Wenn man da einbrechen wollte, müsste man das schon nachts machen. Dann schlafen einige von ihnen. Okay. Sieh an, ein neues Gesicht. Willkommen im Händlerviertel. Ich hoffe für dich, dass du wegen eines Auftrags hier bist. Heißt das, du hast auch einen Auftrag für mich? Es gibt tatsächlich eine Sache, bei der ich deine Hilfe in Anspruch nehmen will. Worum geht's? Die Banditen halten sich bedeckt, aber sie gehen trotzdem ihren schmutzigen Geschäften nach. Erzähl mal was Neues. Wiesel ist einer von ihnen. Er sitzt den ganzen Tag nur auf einer Bank.
Das ist nicht verboten. Wiesel ist hier kein Unbekannter. Er hat früher Schutzgeld von den Händlern kassiert. Und? Was soll ich tun? Ich brauche einen Beweis, damit ich gegen ihn vorgehen kann. Sprich mit ihm. Freunde dich mit ihm an. Tu, was immer notwendig ist, um sein Vertrauen zu gewinnen. Die Hauptsache ist, du bringst mir einen Beweis. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Gut. Oh, das ist eine Wache. Ah, da ist ein Schmiedeknecht. Hey, es gibt Arbeit. Was? Alvaro hat Arbeit für dich. Der Alte schickt dich? Was will er denn? Es gibt einiges zu schleifen. Ach so, na dann. Okay, Nummer 1. Und einen brauchen wir noch. Wache. Wo ist denn der zweite? Stumpf. Da ist er. Hey du, es gibt Arbeit für dich. Hä? Alvaro braucht jemanden, der Holz hackt. Oh, na gut. Dann werde ich gleich mal loslegen. Zack, da haben wir das doch erledigt. Dann können wir Alvaro Bescheid geben, dass wir die Aufgabe erledigt haben. Die Knechte arbeiten. Ausgezeichnet, weißt du was? Weil du dich so für Walter eingesetzt hast, darfst du den Rest des Goldes behalten. Wie überaus großzügig. Was erwartest du? Ich bin Geschäftsmann. Wenn du betteln willst, geh in die Gosse, zu Meister Belschur. Naja, immerhin 50 Erfahrung bekommen. Ja, Kollege, mach mal eine Pause. Gute Nachrichten. Tatsächlich? Alvaro sagt, du kannst ein paar Tage frei machen. Wirklich? Hört sich so gar nicht nach ihm an. Er will nur, dass du den Klingenstab für Marcello fertig machst. Oh, das ist gut. Den Stab habe ich fertig. Der liegt längst im Keller. Tja, dann danke für deine Hilfe. Wenn du mal was brauchst. Ich komm drauf zurück. Hey Mann, danke für die Pause. Jo, Kollege. Eine Hand wäscht die andere. Ich brauch was. Ich brauch deine Hilfe. Worum geht's? Kannst du mir was beibringen? Wenn du die nötige Erfahrung und eisernen Willen mitbringst, zeige ich dir die Schmiedekunst. Ja, die würde ich gerne... Was kannst du mir beibringen? Ah, da muss ich aber... Egal, schmieden. Zeig mir, wie man schmiedet. Zunächst einmal werde ich dir zeigen, wie du Einhandschwerter schmiedest. Um ein Schwert zu schmieden, brauchst du einen Rohling. Zuerst machst du den Rohling an der Esse heiß. Wenn er glüht und der Stahl weich genug ist, kannst du ihn am Amboss zu einer Klinge zurechthauen. Dann kühlst du die Klinge ab, damit sie hart wird. Anschließend schleifst du sie am Schleifstein. Das ist alles? Du kannst auch einfache magische Schmuckstücke herstellen. Dafür brauchst du einen Goldschmiedetisch. Magische Stücke beziehen ihre Kraft aus dem Edelstein, den du einsetzt. Die Kunst besteht darin, den Edelstein in Gold einzufassen, um daraus einen Ring oder ein Amulett herzustellen. Na gut. Oh, dafür brauche ich 250 Gold. Ich habe Eisenerz für dich. Gut, was willst du? Wie viel Eisenerz brauche ich für einen Rohling? Ein Rohling für ein Einhandschwert benötigt 8 Eisenerzbrocken. Für Bastardschwerter brauchst du 10 und zwei Händler benötigen 12 Eisenerzbrocken. Okay. Ich habe, glaube ich, zu wenig. Aber habe ich überhaupt einen Rohling? Bolzen? Ein Eisenerz. Dann habe ich keinen Rohling, schade. Und nur ein Eisenerz. Dafür kann ich mir noch nichts machen.